mag die Musik immer ganz gern. Je näher wir dem Gipfel kommen, umso beruhigter wird das Ganze. Zwischen den Stationen. Wir sind schon fast bei der 9. Zwischenlagerstation. La. Endlich die 9. Zwischenlagerlichtung. Ich nehme an, Team Grenzland ist schon weitergezogen. Irgendetwas ist anders als beim letzten Mal, als ich hier war. Oh, entschuldige. Das ist nichts. Habe ich mir wohl nur eingebildet. Naja, das ist auf jeden Fall nur ein kleines Stück bis zur Spitze, also los. Das könnte böse sein, wenn das Knogger da unten Blitzfänger hat. Soweit ich weiß, hat er den auch. Ich werde hier mal irgendwas sicher gehen. Wirklich halt alles mit Ladungsstoß, ist mir auch egal.
Himmelsgipfelspitze. Oh, ich kann den Gipfel sehen. Das ist übel. Anscheinend ist alles während meiner Abwesenheit geschehen. Sieht so aus, als ob jemand vor uns hier war. Aber was ist das? Das ist also der Gipfel? Nein, das ist... Krebig, schmutzig, schleimig. Wir lieben Dreck und Schleim. Was? Slimer und Slimuck, ihr gehört nicht hierher, das wisst ihr doch. Ich bitte euch, geht zurück, wo ihr hingehört. Nein, nein! Lügen, lügen! Weg mit der Sauberkeit! Es sieht fast so aus, als müssten wir sie wieder zur Vernunft bringen. Ich zähle auf euch alle. Ist doch einfach. So stark. Seid ihr endlich wieder zur Vernunft gekommen, Slimer und Slimuck? Oh, Shaman. Was ist nur während meiner Abwesenheit passiert? Ihr wisst doch, dass das nicht euer Zuhause ist, oder? Hier ist unser Zuhause. Seht ihr? Alles dreckig und eklig. Dreckig und eklig? Ich verstehe. Hier ist schon lange niemand mehr gewesen. Es tut uns leid, Slimer und Slimuck, aber das hier ist der Berggipfel. Der Gipfel? Das kann nicht sein. Anscheinend ist er verfallen, weil so lange keiner mehr hier gewesen ist. Aber wir können den Gipfel nicht mehr so verlassen. Würdet ihr bitte zu eurem richtigen Zuhause zurückkehren? Würdet ihr? Ich bitte euch. Was? Hier ist der Gipfel? Haben wir nicht bemerkt. Entschuldige, Shaman. Wir werden nach Hause gehen. In Ordnung. Ich danke euch. Ich werde euch später ein Zeichen meiner Dankbarkeit überbringen. Wiedersehen. Okay, tschüss. Wo waren wir gerade? Wir müssen hier aufräumen und diesen Ort wiederherstellen. Ihn wiederherstellen? Es ist so schmutzig. Wie könnten wir... Wir Shaman besitzen die Gabe, Schmutz und Staub zu absorbieren und so das Land zu säubern. Trotz allem ist die Beseitigung dieses Drecks hier kein Zuckerschlecken. Na dann, wollen wir mal. Boah. Duckt euch bitte. Das hier ist also der Gipfel.
hat sich wirklich verändert gegenüber der Müllkippe von zuvor. Er ist so schön. So eine schöne Aussicht sehe ich zum ersten Mal. Meinen herzlichen Glückwunsch für das Erreichen des Gipfels. Dies ist die Himmelsgipfelspitze. Wow, wir haben es geschafft. Endlich, wir haben den Gipfel erreicht. Hey, alle, seht mal dort. Unglaublich. Ich bin so froh, den Berg bestiegen zu haben. Ich auch. Es ist einfach, ich bin sprachlos. Ich glaube, es ist das erste Mal. Es muss der sagenhafte Schatz sein, dem man nachsagt, er sei prächtiger als alle anderen. Shaman. Vielen Dank, dass du uns den ganzen Weg hierher geführt hast. Es war mir ein Vergnügen. Es hat mir Spaß gemacht, mit euch allen den Berg zu besteigen. Daher danke ich euch. Nun, wir sollten das irgendwann noch einmal wiederholen. Auf jeden Fall. Ich hatte der Ausblick vom Gipfel wohl wirklich gefallen. Sollen wir zum Fuße des Berges zurückkehren? Ja. Zurückkehren bedeutet... Oh, wir haben uns gar keine Gedanken gemacht, wie wir wieder runterkommen. Man muss also auch wieder hinunter? Beruhigt euch, das ist ja alles in Ordnung. Ich werde euch alle zum Fuß des Berges zurückbringen, gar kein Problem. Hm? Wie willst du das machen? Hier oben wächst eine spezielle Blume namens Graziella. Für uns Shaman hat sie eine besondere Bedeutung. Ihr fragt euch vielleicht, auf welche Art besonders. Ich fasse die Blume einfach auf eine bestimmte Art an und schon kann ich eine begrenzte Zeit lang meine Form ändern. Wow, bist du echt so süß, Shaman? In dieser Form kann ich fliegen. Du kannst fliegen? Das bedeutet... Ganz genau, und fliegen macht eine Menge Spaß. Ist nicht viel, aber betrachtet es ein Geschenk von mir an euch. Alles klar, lass uns den Berg hinunter segeln. Gut festhalten. Team Crosser bedankte sich nach diesem erfolgreichen Ausflug auf zur Himmelsgipfelspitze vielmals beim lieben Shaman. Nach sicherem Flug kehrten alle nach Schatzstadt zurück. Am Abend ihrer Rückkehr fand eine große Party im Pandia-Café statt. Das Austauschen der Erlebnisse und Geschichten dauerte bis in die frühen Morgenstunden. Am nächsten Tag. Es ist an der Zeit hier. Gestern hatten wir so viel Spaß. Die Nacht durch zu plaudern war ganz schön ermüdend. Aber die vielen lächelnden Gesichter bleiben unvergesslich. Hey Kilian, ich habe das schon einmal gefragt, aber auf Erkundung zu gehen macht eine Menge Spaß, nicht wahr? Genau. Genau. Nun gut, lass uns heute viel Spaß beim Erkunden haben. Eine Nachricht vom Erkundungsteamverband ist für euch angekommen. Wenn du dieses Lied noch einmal hören möchtest, kannst du dies von jetzt an tun. Die Himmelsjukebox wurde freigeschaltet. Um die Himmelsjukebox zu starten, wähle im Hauptmenü Sonstiges aus. So. Ich würde hier an dieser Stelle auch gleich mal die Aufnahme beenden. Ich werde jetzt noch einen kleinen Exkurs in die Himmelsjukebox machen. Einfach damit wir das mal gesehen haben. Hier können wir uns nämlich alle Lieder, die wir bis jetzt entdeckt haben, wieder anhören. Zum Beispiel mal die Strandhöhle. Da gibt es alle möglichen ganzen Dungeons sind hier drin. Wir haben sogar... Moment, wo haben wir es denn? Ja,
Wir haben sogar das Dialga-Team hier. Ich liebe dieses Lied. Die ganzen Himmelsgipfelstücke sind hier. In denen wir noch nicht drin waren. Oh, hier ist ja sogar noch ein Spoiler. Aber gut, wer hätte es gedacht? Wenn Dialga vorkommt, dann müssen natürlich auch Palkia dabei sein. Hier haben wir auf jeden Fall noch die ganzen Bonus-Episoden-Stückchen. Zum Beispiel die Sternhöhle von der Bidiza-Bonus-Episode. Der Trübwald ist schon aus der Knuddeluft bis hin zum Abwehrglobus. Dann haben wir hier die drei Stücke von Sonnenflora. Hier haben wir Team Charm. Dann haben wir hier noch die ganzen Stückchen aus dem aus der fünften Bonus-Episode. Bis hierhin. Aber gut, zum Schluss noch einmal. Einfach weil es so toll ist. Aber gut, wir machen das nächste Mal hier dann wieder weiter. Wir haben jetzt wieder einen Anschluss an die Story bekommen. Wir haben den Himmelsgipfel erledigt. Das heißt, als nächstes müssten wir, glaube ich, irgendwann auf die Blizzard-Insel runter und ich glaube, Sherox müssen wir jetzt dann in Next retten, damit wir den Geheimrang kriegen. Und dann kommt sowieso eine Mission nach der anderen. Dann müsste irgendwann auch noch das mit Manaphy kommen. Und dann kommt auch schon der ganze Rest. Also dann. Ja. Wir haben noch ein gutes Stück vor uns auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin, macht's gut.